Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammydolls. In dieser Videoserie werden wir eine Puppe machen mit dem Amelie-Schnittmuster, inklusive der Haare, der Klamotten und der Schuhe. Und die Amelie ist 46 cm groß und kann Klamotten tauschen mit Puppen wie American Girl, Guts, Our Generation und so weiter. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unter dem Video verlinkt und du kannst den Link für das Schnittmuster auch unter dem Video finden. Und jetzt geht's los! Wir fangen mit dem Kopf an. Nimm den Kopfüberzug und ziehe ihn über den Kopf. Falte den überstehenden Stoff an der Kopfspitze zusammen und stecke ihn fest. Nähe den umgefalteten Stoff am Kopf fest. Manchmal schneide ich noch etwas von dem Stoff ab, wenn da sehr viel übersteht oben am Kopf, damit es leichter ist, alles schön flach umzufalten und festzunähen. Nähe anschließend den Stoff an das Halsstück oder den Muff. Binde nun einen Faden um den Hals und ziehe ihn fest. Und dann sind wir soweit erstmal fertig mit dem Kopf. Wir brauchen einen Stopfstab, ich benutze ein Essstäbchen aus Bambus, Stopfmaterial, Nähgarn passend zum Puppenstoff, eine Nähnadel und eine lange Puppenmachernadel. Stopfe die Arme und Beine so fest du kannst, lasse ca. 2 cm ungestopft am oberen Ende.
Stecke die Beine oben so fest, dass ca. 2 cm am oberen Rand überstehen. Du könntest den oberen Rand auch mit ein paar groben Stichen zunähen. Stecke die Beine in das Oberkörperteil und befestige es mit ein paar Stecknadeln. Entlang des oberen Randes quer über den Schritt. Ich nähe meist 2 Nähte, um den Puppenkörper stabiler zu machen und um eventuelle Unebenheiten auszugleichen. Hier habe ich bei der ersten Naht den Stoff nicht ganz überall mitgenäht, deswegen war es dann auf jeden Fall notwendig, noch ein zweites Mal drüber zu gehen, wie man hier sehen kann. Entferne die Nadeln vorsichtig und stülpe den Oberkörperteilstoff nach außen. Stopfe den Bauch zur Hälfte.
Nähe als nächstes die Arme an den Muff. Achte darauf, dass die Arme symmetrisch anlegen und lasse ein wenig ungestopft am oberen Ende, damit die Arme flexibel angenäht werden können, wenn wir den Körper zusammensetzen. Falte das obere Ende des Körperstoffes ca. 3,5 cm um und stecke es unter dem Hals am Muff fest. Ich beginne üblicherweise an der linken Seite des Halses und nähe rund um den Hals herum in einem unsichtbaren Stich. Dabei nehme ich ein kleines Stück Stoff des Halses und des Körperstoffes im Wechsel auf. Das ist also ein kleiner Leiterstich, den ich hier benutze mit ganz, ganz kleinen Stichen. Ich nähe am liebsten mit extra kleinen Stichen, um Unregelmäßigkeiten zu vermeiden. Du kannst mehrmals um den Hals herum nähen, um die Verbindung so stabil wie möglich zu machen. Und das hilft auch, um Unebenheiten auszumerzen.
Achte darauf, dass der Arm mittig unter dem Hals sitzt. Ziehe den hinteren Teil des Oberkörperstoffs nach vorne und den vorderen Oberkörperstoff nach hinten und nähe die beiden Teile mittig an der rechten Seite des Halses zusammen. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, du kannst sehen, was ich hier mache. Nähe weiter um den Hals herum, bis du wieder am Ausgangspunkt ankommst. Stopfe das Bäuchlein durch die Schulteröffnung, bis es schön fest und rund ist.
Schließe nun die linke Schulternaht. Stopfe noch ein wenig mehr Füllung in die Schulter, falls du magst. Dann sieht alles ein bisschen runder aus hier. Aber manchmal hat man vielleicht schon genug Füllung drin und muss es nicht mehr machen. Nähe rund um das obere Ende des Arms herum und auch hier kannst du mehrmals herumgehen, um alles schön fest und eben und sauber zu machen. Dieser ganze Prozess von Hals- und Schulternähen und Armnähen ist am allerzeitintensivsten, finde ich, immer hier beim Puppenmachen. Und manchmal macht es nicht ganz so viel Spaß, aber ich freue mich schon immer drauf, dass ich dann als nächstes das Gesichtchen sticken kann und die kleine Persönlichkeit entdecken kann. Und daher mache ich es dann doch mit Freude auch. Mein Faden ist nicht mehr lang genug, daher vernähe ich ihn jetzt und schneide ihn ab. Beginne einen neuen Faden, um die rechte Schulternaht zu schließen.
Schließe die rechte Schulternaht auf die gleiche Weise und nähe rund um die Schulter herum, um die Armöffnung zu schließen. Falls du noch Faden übrig hast, kannst du nun mit der langen Puppenmachernadel von der Schulter zum Bauchnabel hindurchstechen. Beginne ansonsten einen neuen Faden und ankere ihn an der Bauchnabelposition. Nähe im Kreis herum, bis sich ein Bauchnabel bildet, in der gleichen Weise, in der wir die Nase genäht haben. Gehe auf der einen Seite hinein, unter die Füllung und komme auf der Gegenseite heraus, rundherum und vernähe den Faden und schneide ihn ab, wenn du fertig bist. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Hier ist das kleine Puppenkörperchen fertig. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir das Gesicht sticken können, die Augen und das Mündchen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!